Am 23. September 2017 stand ein weiteres Konzert im Jubiläumsjahr 60 Jahre Zupforchester Essingen auf dem Programm. Das Orchester präsentierte die schönsten Melodien, Highlights von Broadway. Sie werden Ausschnitte von weltbekannten Musicals hören, vorgetragen mit der ausdrucksstarken Stimme von Nina Schromm. Wunderbare Melodien, die geisterhaft durch den Raum zu schweben scheinen, meisterhaft präsentiert vom Zupforchester unter der Leitung von Denise Wamsgans, und Sie werden den überraschenden Auftritt eines Sängers aus den Reihen des Zupforchesters erleben. Ja, Sie hören richtig, auch das können die. Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie. The cotton is high.
Den Schauspieler, den ich im Kopf habe, heißt Edgar Ott. Und er lieh all diesen Berühmtheiten seine deutsche Synchronstimme. Darum kennt ihn natürlich auch keiner zum Sehen hier. Und ebenfalls unvergesslich ist sein Auftritt als Barbier Bär. Damen und Lieben, Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich die Mitglieder des Dschungelbuchs, das Zupforchester aus Essen. Jetzt mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, uns nur den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich tun anders, wo es mir nicht gefällt? Ich geh nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienchen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, entdeckst du Ameisen, die da gut gedeihen. Probier mal zwei, drei, vier, denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Deinen ganzen Sorgen kann. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal, woher es kann. Na und fügst du gern Beeren und piekst dich dabei, dann lass dich belehren, Schmerz geht bald vorbei. Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, sonst tust du dir weh. Du bist verletzt, du zahlst mit drauf, natürlich gleich mit dem richtigen Tränen. Hast du das jetzt kapiert? Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, schmeiß mal deine Sorgen über Bord. Jawoll! Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, kannst du sonst nimmst dir ein anderer vor, ein anderer.